Ich bin wieder allein. Also nicht ganz allein. Ich habe natürlich noch meine Kinder. Aber ich habe keinen Verlobten mehr. Eigentlich sollte er mittlerweile mein Ehemann sein. Aber es hat leider nicht funktioniert. Und wieder bin ich schwanger und allein. Und heute gehe ich wieder allein zum Ultraschall. Ob ich wohl irgendwann den Richtigen kennenlernen werde? Hallo, ich bin Ellie Jenüx und das ist der 32. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Der letzte Part war ja sehr dramatisch. Also die Hochzeit von Lenny und Emma hat endlich stattgefunden, aber Emma hat ihn einfach sitzen gelassen. Also kurz vor der Hochzeit hat sie ihm eben erzählt, dass sie schwanger ist. Er hat das absolut nicht gut aufgenommen und deshalb ist sie einfach direkt während der Hochzeit weggelaufen. Ich glaube, das nennt man auch, sie hat ihn vor dem Altar stehen lassen. In diesem Part werden wir uns jetzt hauptsächlich um Emma kümmern und einfach schauen, dass es ihr wieder besser geht. Und außerdem müssen wir natürlich noch zum Ultraschall, denn unsere Emma ist ja schwanger. Bevor wir reinstarten, wenn dir mein Let's Play gefällt, vergiss nicht, mich zu abonnieren, das Video zu liken und auch gerne zu kommentieren. Kommentare sind wirklich immer sehr, sehr wichtig und ich freue mich über jedes einzelne. Außerdem kannst du mir natürlich auch sehr gerne auf Twitch folgen. Ich streame grundsätzlich mindestens zweimal die Woche und derzeit spielen wir meistens Sims. Aber gut, dann starten wir jetzt in den Part hinein. Und mit diesem traurigen Anblick starten wir in den Part hinein. Emma hat ein gebrochenes Herz, sie ist sehr, sehr traurig und sie heult sich gerade im Bett aus. Und jetzt möchte sie auch ein Nickerchen machen. Alles gut, Emma, du kannst einfach direkt schlafen gehen und wir werden jetzt auch mal alle deine Kinder nach Hause holen. Die sind ja noch bei der Hochzeitslocation und ich glaube, sie haben sich einfach um alles gekümmert und eben geschaut, dass alles funktioniert, obwohl Emma eben nicht mehr vor Ort ist. Und die kommen jetzt alle nach Hause. So, Ivy, Daisy, Violet, Rose und natürlich auch der kleine Jared. Es geht allen tatsächlich nicht so gut. Ivy ist erschrocken. Daisy fühlt sich sehr unwohl, weil sie sehr müde ist. Gut, dann kannst du gleich mal in dein neues Bett gehen. Violet kann ja noch ein wenig Klavier spielen, um das Ganze zu verarbeiten. Auch Jared soll einfach direkt ins Bett und am besten stecken wir Rose auch gleich ins Bett. Morgen ist ja natürlich wieder Schule, also ich glaube, der morgige Schulcheck wird für alle sehr, sehr schwer werden. Ja, und Emma muss sich natürlich um alles zu Hause kümmern. Wir müssen endlich mehr Geld verdienen. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall ein Gewächshaus, denn der Winter steht vor der Tür und wir haben absolut nie Geld. Also ich glaube, wenn wir kein Gewächshaus haben, werden wir auch nicht sonderlich gut über den Winter kommen. Wir haben jetzt kurz vor 6 Uhr früh. Emma ist tatsächlich schon wach und wird jetzt auch gleich mal Frühstück machen. Und zwar wird sie einfach eine Partygröße Joghurtparfait zubereiten. Die Kleinen sind tatsächlich auch schon aufgewacht, also sowohl Jared als auch Rose sind die ganze Nacht über permanent aufgewacht. Sie hatten etwa 20 Albträume oder so. Es war ein wenig anstrengend. Rose, dann könntest du einfach hier mal in der Küche warten und Jared sollte schnell auf die Toilette gehen. Sie werden, wie gesagt, sehr, sehr bald in die Schule gehen, wobei ich ehrlich gesagt glaube, dass Ivy heute zu Hause bleiben wird. Also ich glaube, Ivy versteht, wie schlecht es ihrer Mutter geht. Und aus diesem Grund wird auch sie von der Schule heute zu Hause bleiben und wird sich eben mit um den Hof kümmern. Aber jetzt wird sie mal alle zum Essen rufen und dann können zumindest alle gemeinsam frühstücken. Emma ist noch immer unglaublich traurig. Also sie hat hier noch immer die Stimmung Trennungsblues. Wie kann man darüber nicht glücklich sein, weil Lenny sich eben nicht über das Kind freut? Dennoch Heißhunger auf süßes Essen wegen der Schwangerschaft. Okay, zumindest isst sie jetzt süßes Essen. Und dann hat sie auch noch Rückenschmerzen vom billigen Bett. Und Rose ist einfach so süß und hat gerade den Tisch gedeckt. Rose, du bist ein Engel. Dann kann sie aber gleich mal ein Bad nehmen und wie gesagt, bald müssen eh alle auf zur Schule. Ivy wird jetzt einfach nochmal anrufen und wird sich einen Urlaubstag nehmen. Und dann kann sie gleich damit beginnen, sich um alles zu kümmern. Ja, die Pflanzen sind wie gesagt alle ziemlich kaputt leider. Also sie wird hier mal alles ernten. Es ist eben Herbst. Violets Klasse geht ins Theater, alles klar. Und in diesem Moment sind alle Pflanzen verschwunden. Das heißt, wir haben mal wieder alles im Haushaltsinventar, oder? Nein, gar nicht. Woher haben wir eine Kommode? Die ist voll schön. Vielleicht hat sie die zur Hochzeit geschenkt bekommen. Dann stellen wir die mal daher und können mal die alte verkaufen. Die ist wirklich sehr, sehr schön.
Ja, vielleicht hat sie sie ja von Haru und Scarlett bekommen. Das könnte ich mir irgendwie sehr, sehr gut vorstellen. Auf jeden Fall wird Ivy mal alles gießen und sich um alle Pflanzen kümmern. Dann kann sie mal den Hühnern einen Besuch abstatten. Was ist das? Gegen irgendwelche Teile? Keine Ahnung, was das ist. Gewöhnliches Tuning-Teil. Auf jeden Fall wird sie mal den Stall säubern, die Eier einsammeln und dann Futter in der Nähe verstreuen. Und dann müssen wir uns natürlich auch noch um Coco kümmern und um unsere Kuh kümmern, also um Betsy. Oh, Zustand schmutzig, Futterstand halb. Ja, das ist sehr, sehr dringend notwendig. In diesem Haus geht immer alles drunter und drüber. Aber ich glaube leider, so ist das, wenn man alleinerziehende Mutter ist und 5 Kinder hat. Und nicht vergessen, es ist ja auch noch eines unterwegs. Oh, aber jetzt kümmert sich Emma um Betsy. Oh, Emma ist so süß. Aber Emma, wenn du sie geputzt hast, dann kannst du gleich mal kochen gehen. Dann räumen wir das mal auf. Und dann kannst du Dinge einmachen, denn immerhin müssen wir Geld verdienen. Wir werden jede Menge eingemachte Pilze machen. Und alle werden heute allein in die Schule gehen. Für das haben wir leider keine Zeit. Wie gesagt, wir brauchen jede Menge Geld. Jetzt hat Emma auch noch den Ofen kaputt gemacht. Wie sollte es anders sein? Irgendwie geht dieser Ofen ständig kaputt. Wir müssen da auch unbedingt mal einen besseren kaufen. Wir haben ja den billigsten. Und ja. Oh, die Verantwortung von Rose reicht für den Erwerb des Merkmals verantwortlich aus. Wie cool ist das? Und Durchschnitt ermitteln. Die letzte Mathearbeit von Daisy war nicht gerade überragend. Was für eine Lüge. Sie war sicher großartig. Sie hat eine mittelprächtige Note bekommen, die ihren Durchschnitt verderben könnte. Soll sie um eine Zusatzprüfung bitten oder einfach hart arbeiten, um beim nächsten Mal eine gute Note zu bekommen? Es ist Daisy. Ich glaube, sie möchte gerne eine Zusatzprüfung machen. Der Lehrer entscheidet sich, Daisy eine kleine Lektion fürs Leben zu erteilen. Daisy lernt, dass sie von Anfang an härter arbeiten muss, wenn sie eine bessere Note haben will, anstatt nachher zu jammern. Das ist echt uncool. Sie möchte freiwillig eine Prüfung machen und so wird das belohnt? Alles klar. Okay, Emma, dann kannst du hier mal die Teile plündern, dann werden wir das wegwerfen und dann wirst du die eingemachten Pilze fortsetzen. Morgen findet auch das Erntefest statt, auf das freue ich mich tatsächlich schon. Das möchte ich, wie schon angekündigt, diesmal auch wirklich feiern. Aber das wird sich vermutlich erst im nächsten Part ausgehen. In diesem Part werden wir eben jede Menge arbeiten. Wir haben Rechnungen, um Geld zu verdienen, dass wir die Rechnungen bezahlen können. Und dann müssen wir eben ein Gewächshaus bauen. Emma stand bis jetzt tatsächlich den ganzen Vormittag vorm Herd, also sie hat jede Menge Sachen eingemacht. Wir müssen später auf jeden Fall beim Markt vorbeischauen. Und mittlerweile sind die Kinder sogar schon wieder aus der Schule da. Oh mein Gott, Daisy, warum stinkst du so? Ja. Daisy muss ganz schnell duschen gehen, denn sie hatte gleich Cheerleader-Training und da sollte sie nicht so stinkend auftauchen. Auf jeden Fall ist Rose eine gute Schülerin. Wie geht es Daisy? Die Schule ist für heute aus. Daisy gehört zu den Copperdale High School 2er-Kandidaten. Sie könnte versuchen, noch mehr aus sich rauszuholen. Okay. Hätte ich irgendwie nicht gedacht. Was ist denn das? Wieso haben wir eine Müllpflanze? Jared, räum bitte die Müllpflanze weg. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal alles von Ivys Inventar in Emmas geben, denn Emma wird später zum Markt schauen. Spielzeughubschrauber, okay. Den stellen wir einfach mal hier auf den Boden. Es kommen ja noch jede Menge mehr Kinder. Das Tuningteil können wir verkaufen. Und die Eier. Oh! Das letzte Schuljahr von Daisy ist ein wichtiges Jahr. Der akademische Eignungstest kann einem Sim dabei helfen, festzustellen, welche Universitätsprogramme am besten für sie geeignet sind. Daisy sollte den akademischen Eignungstest per Telefon oder Computer unter Arbeit oder Karriere absolvieren. Das Absolvieren der Eignungsprüfung beeinflusst ihre schulische Leistung positiv. Das werden wir dann auf jeden Fall machen. Seltsam, dass nur Daisy die Benachrichtigung bekommen hat. Immerhin sind Ivy und Violet gleich alt. Oh, jetzt hat auch Ivy die Benachrichtigung bekommen und Violet. Aber ich glaube, Ivy und Violet ist das Ganze ziemlich egal. Gut, die letzten Pilze darf Emma jetzt noch einmachen und dann werden wir zum Markt schauen. Freunde werden. Ich möchte mich unbedingt mit einem bestimmten Kind anfreunden, aber es scheint nicht mein Freund sein zu wollen. Was kann ich tun, damit es mein Freund wird? Oh, das kommt wirklich perfekt, denn ich wollte, dass Ivy heute noch ein wenig Zeit mit dem Jungen verbringt, den sie letztens kennengelernt hat. Ich glaube, er heißt auch Christian, wenn ich mich richtig erinnere. Und da haben wir jetzt folgende Optionen. Sei einfach weiter nett oder überleg dir eine besondere Freundschaftsgeste. Und ich hätte gesagt, sei einfach weiter nett. Das wäre definitiv das, was Emma sagen würde. Jetzt will auch noch Jared etwas. Einsame Pause. In der letzten Pause wollte niemand mit mir spielen. Ich bin alleine herumgeklettert. Wenn das nochmal passiert, was soll ich dann tun? Ja, sagen wir einfach, frag andere Kinder, ob du mitmachen darfst. Das ist doch sehr, sehr gut. Emma wird immer besser.
Oh, stimmt, wir müssen uns ja auch noch um ihr Bestreben kümmern. Einem Kind 4 Stunden bei den Hausaufgaben helfen. Das werden wir dann gleich machen, wenn wir wieder nach Hause kommen. Und uns ruft schon wieder der Mann ohne Namen an. Nein, hör auf. Hör auf. Hör einfach auf, uns anzurufen. Und jetzt werden wir uns mit Emma auf dem Weg zum Markt machen. Ich hoffe, dass niemand blöd über sie redet. Also ich könnte mir vorstellen, dass es sich im Dorf schon herumgesprochen hat, dass sie Lenny sitzen gelassen hat. Immerhin haben sie ja im Dorf geheiratet oder wollten im Dorf heiraten. Ich hoffe, dass wir nicht auf ihn oder irgendjemand anderem aus der Familie treffen. Das könnte sehr, sehr awkward werden. Aber irgendwann müssen wir uns natürlich auch mit Lenny aussprechen. Wobei ich glaube, wir warten darauf, bis er sich meldet. Immerhin bekommt sie ein Kind oder Kinder von ihm. Und da sollte schon er sich bei ihr melden, finde ich. Oh, die denkt auch gerade an eine Schwangerschaft. Entweder an unsere oder an ihre eigene. Ich habe keine Ahnung. Ist Emma krank? Oh nein. Schwindel wegen Krankheit. Emma fragt sich, ob sie oder der Rest der Welt sich dreht. Oh nein, das ist gar nicht gut. Ja, darum kümmern wir uns später. Emma, geh doch mal hin. Zuerst werden wir handeln und dann werden wir Objekte verkaufen. Daisy wurde befördert und ist nun Cheerleading-Teamkameradin. Sie hat den folgenden Bonus erhalten: Flagge des Cheerleading-Teams. Wie cool, das müssen wir auf jeden Fall bei ihrem Zimmer aufhängen. Und wir bekommen Rabatt. Sehr gut, denn wir brauchen wirklich jeden Cent. Wir haben 82 Mal Basilikum. Alles klar, allein für den Basilikum bekommen wir fast 500 Simoleons. Dann die eingemachten Pilze, die anderen Pilze und noch mehr Pilze. Dann haben wir noch englische Creme, Milch, Fleischersatz, jede Menge Karotten, jede Menge Kochbananen, noch mehr liebliche Pilze, Löwenmäulchen, Mayonnaise. Oh, Mayonnaise ist auch sehr viel wert. Wieder Petersilie, Salbei und ein Schokoladensirup. Und wir bekommen 4.121 Simoleons. Perfekt. Damit können wir jetzt auf jeden Fall die Rechnungen bezahlen. Und außerdem können wir dann noch das Gewächshaus bauen. Ich schaue mich hier nur ganz schnell um, ob irgendwelche spannenden Leute hier sind. Anscheinend ist kein bekanntes Gesicht hier. Wobei, wer seid denn ihr? Jules und Zoe. Okay. Kein Verwandter von Lenny, keine Probleme. Dann schauen wir ganz schnell wieder nach Hause. Wie gesagt, wir müssen uns noch um jede Menge Dinge kümmern, bevor das Baby kommt. Und hier sind wir wieder. Daisy und Violet sind jetzt auch endlich zurück. Und wow, Emma ist so schwanger. Und Emma muss auf jeden Fall ins Krankenhaus. Aber zuerst bezahlen wir schnell die Rechnungen. Haushalt, Rechnungen bezahlen. Und dann werde ich auch noch ganz schnell das Gewächshaus bauen. Denn das hat jetzt erste Priorität. Perfekt, die Rechnungen sind bezahlt, dann geht es jetzt ab in den Baumodus. Okay, dann los geht's.
Und ich bin wieder da. Das ist jetzt unser Gewächshaus. Ich gebe zu, es ist nicht das schönste Gewächshaus, das ich jemals gesehen habe. Aber es ist auch das erste Gewächshaus, das ich jemals gebaut habe. Und für das finde ich es eigentlich ganz in Ordnung. Ich wollte auch, dass es ein bisschen so wirkt, als hätte Ivy es selbst gebaut. Deshalb habe ich hier eben die gleichen Steine genommen wie hier vorne. Und auch diese Holztapete vom Werwolf-Pack, die halt eben so aussieht, als hätte sie es wirklich selbst zusammengeschnitzt. Und drinnen habe ich noch unsere ganzen wertvollen Pflanzen sozusagen gepflanzt. Also hier haben wir die Schokobeeren, dann haben wir hier die Kartoffeln, Paprika, Karotten, Himbeere, Blaubeere, Tomaten, Pilze und hier sind nochmal andere Pilze. Also eben all die Sachen, wo wir etwas einmachen können. Also entweder eben eingemachte Pilze oder Tomatensauce oder Marmelade oder Schokoladensirup oder was auch immer. Und die ganzen Kräuter habe ich jetzt mal nach hier draußen verbannt. Ja, das ist jetzt mal der Plan bis jetzt. Keine Ahnung, ob das noch so bleibt. Und irgendwie würde ich gern früher oder später dann hier auch eine Scheune anschließen lassen, in der dann sozusagen Daisy wohnt. Weil ich habe ja schon angemerkt, dass ich gern hätte, dass Daisy länger hier wohnen bleibt. Aber vielleicht möchte sie dann nicht im Haus sein, sondern schon ihren eigenen Space haben. Und deshalb würde ich ihr hier irgendwo gerne eine Scheune noch dazu bauen. Aber gut, weiter geht's. Für ihr Bestreben muss Emma ja einem Kind bei den Hausaufgaben helfen. Und ich glaube, das werden wir jetzt gleich mit Rose gemeinsam machen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Okay, so nicht. Wie kann sie jemandem bei den Hausaufgaben helfen? Mach einfach mal Matheaufgaben, Rose, und dann sehen wir, ob Emma dir helfen kann. Oh nein! Was passiert hier? Oh. Ich dachte, es ist schon wieder ein Huhn von uns gestorben. Dabei ist Kamala verstorben. Ich habe Mitleid. Oder auch nicht. Weil eigentlich, glaube ich, war Kamala die unsere ganzen Hühner und Hähne gegessen hat. Und jetzt ist sie selbst gestorben. Ist es Karma oder ist es kein Karma? Schreibt mir das sehr, sehr gern in die Kommentare. Aber gut. Oh, Jared tanzt. Wie süß ist er. Emma wird jetzt versuchen, ihr bei den Hausaufgaben zu helfen. Wie mache ich das? Hä? Ah, bei Hausaufgaben helfen. Okay, perfekt. Rose ist auch irgendwie traurig. Ach so, sie ist verängstigt, weil sie Angst hat vor der Dunkelheit. Oh, armes Baby. Jared, wie geht es eigentlich dir? Hast du schon irgendjemanden kennengelernt in der Schule? Nein. Okay, schade. Daisy kümmert sich um den Garten. Das passt irgendwie so gar nicht zu ihr. Daisy, damit fangen wir gar nicht an. Du kannst etwas für deine Cheerleading-Karriere tun. Du gehst jetzt joggen. Und Ivy kann sich hier um den Garten kümmern. Sie wird einmal weiterentwickeln. Ja, mehr ist hier aber tatsächlich auch nicht zu tun. Dann können sie eigentlich alle machen, was sie wollen. Für Emma müssen wir irgendwie an Medizin kommen. Vielleicht ist das unter Bestellung aufgeben? Nein. Wie kommen wir zur Medizin? Ich finde es nicht cool, dass sie krank ist. Okay. Aber wenn wir schon mal da sind, können wir mal den Geburtshelfer anrufen? Weil immerhin bekommt sie bald ihr Baby oder ihre Babys. Und ich glaube, wir entscheiden uns wieder für die natürliche Entbindung. Jetzt hat sie es schon 5-mal geschafft. Sie wird es wieder schaffen. Das kennen wir alles ja schon und wir wählen diese Option. Und ich habe ja schon erwähnt, ich möchte halt noch ein bisschen mit Ivy spielen. Es ist jetzt zwar schon ein wenig spät, aber das ist jetzt egal. Ivy war ja noch nie irgendwie so unterwegs mit Freunden. Deshalb glaube ich, wird Emma auch ein Auge zudrücken. Und sie wird sich jetzt mit Christian treffen, also mit dem, den sie letztens kennengelernt hat. Gehen wir einfach nach Copperdale. Irgendwie gehe ich mit den Teenagern gern dorthin, weil ich es auch sehr realistisch finde, dass sie sich mit ihren Freunden eben dort treffen, wo auch die Schule in der Nähe ist. Wo haben wir denn Christian? Hier, Christian Alto. Falls ihr euch wundert, warum er blond ist, ich wollte ihn im letzten Part umstylen und habe ihn irgendwie blond gemacht. Keine Ahnung warum, aber jetzt hat er blond gefärbte Haare. Okay, und hier haben wir jetzt Christian. Gut, dann wird sie einmal... Sie ist ein Teenager, sie wird über ihr unfaires Leben jammern. Und was ich hier jetzt nämlich geplant habe... Ja, Emma, wir wissen, dass die Ausgangssperre beginnt, aber das ist uns jetzt egal. Was ich hier jetzt nämlich geplant habe, ist, dass Christian der Erste ist, vor dem sich Ivy sozusagen outet. Also wir haben ja gesagt, wir möchten, dass Ivy draufkommt, dass sie non-binary ist im Teenageralter. Und ich glaube, es ist langsam an der Zeit. Und jetzt hat sie eben Christian kennengelernt. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sich bei dem ganzen Thema vielleicht ein wenig auskennt. Und deshalb wird sie ihm jetzt einfach mal ein Kompliment über sein Outfit machen.
dann wird sie ihn kennenlernen. Und vielleicht wird sie auch schon so anmerken, hey, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin anders als die meisten Menschen, die ich kenne. Er ist ein Hundefreund. Oh mein Gott, die sind füreinander geschaffen. Und ein Überflieger. Also jetzt nicht auf romantische Art und Weise. Ich meinte eigentlich freundschaftlich, aber irgendwie findet sie ihn auch sehr attraktiv. Vielleicht wird das ja doch mehr zwischen den beiden. Dann wird sie ihm jetzt einfach mal eine dramatische Geschichte erzählen und halt sagen, dass sie eben zwei Geschwister hat, die gleich alt sind. Und irgendwie sind die so ganz anders als sie. Sie fühlt sich irgendwie nicht so wie sie und sie kann es halt aber auch nicht ausdrücken, was in ihr vorgeht. Dann wird sie auch mal ihre Nervosität in der Nähe von neuen Sims ausdrücken und einfach sagen, ja, ich kann aber halt auch nicht so gut mit Menschen. Und ich weiß nicht, ich glaube, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und dann wird sie ihm einmal Respekt zeigen und er wird halt sehr gut darauf reagieren und einfach sagen, nein, Ivy, es ist alles in Ordnung mit dir. Man muss nicht so sein wie die anderen. Und es ist okay, dass du anders bist. Und es ist schön, dass du anders bist, weil das macht dich einzigartig. Oh mein Gott. Ich weiß, ich habe es gerade selbst erfunden, aber ich finde ihn gerade so lieb. Okay, gut, dann wird sie jetzt gestehen, sozial unbeholfen zu sein. Und dann wird sie ihn nochmal nach seinem Tag fragen. Und ich glaube, jetzt beginnt er so langsam, Ivy alles zu erklären. Also er erklärt ihr eben, was die LGBTQ-Community ist, was es da für verschiedene Dinge gibt und was für Spektren es gibt und dass es eben auch etwas zwischen männlich und weiblich gibt. Und vielleicht ist sie das ja. Und jetzt führen die beiden eben eine tiefgründige Unterhaltung. Und Ivy versteht langsam, sie identifiziert sich als nicht-binär. Und jetzt haben sie auch eine Stimmung miteinander. Sie stehen hinter mir. Ivy ist zuversichtlich, dass sie in der Nähe von Christian nicht nervös zu sein braucht. Und genau das habe ich gemeint. Er versteht sie einfach. Und ich finde das unglaublich toll. Also schreibt mir gern Story-Ideen für die beiden in die Kommentare. Also so als Pärchen sehe ich es jetzt irgendwie nicht, aber ich glaube einfach, dass sie als beste Freunde sehr gut passen würden. Aber falls ihr anderer Meinung seid, können wir natürlich auch gern eine andere Story einleiten. Schreibt mir gern in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Und jetzt hat unsere Ivy zum ersten Mal gehört, dass es so etwas wie nicht-binär geben darf und dass sie das ist und dass es in Ordnung ist. Und ich glaube, sie wird sich dann auch schon sehr, sehr bald bei ihrer Familie outen, weil Emma und ihre Geschwister stehen ja immer hinter ihr und ich glaube, dem ist sie sich auch bewusst. Aber Ivy möchte im Gegensatz zu Violet ihre Mutter nicht ständig verärgern und deshalb gehen wir schnell nach Hause. Und zurück zur Familie Potter. Nein, Christian, du darfst nicht mitkommen. Es ist schon 23 Uhr und unsere Mutter ist zwar sehr, sehr locker, aber auch nicht so locker. Und hier sind wir. Emma hat sich vermutlich mal wieder Sorgen gemacht oder auch nicht. Sie fühlt sich einfach nur sehr inspiriert. Und wie versprochen, bevor ich den Part jetzt beende, wird Emma noch zum Ultraschall gehen. Ich weiß, es ist 23 Uhr und keine Ahnung, welcher Gynäkologe um 23 Uhr noch geöffnet hat, aber genau zu dem geht sie. Aber vorher möchte sie natürlich noch mit dem Sensenmann plaudern. Alles klar. Wer möchte das nicht? Gut, wo haben wir denn den Ultraschall? Hier, Gynäkologen besuchen. 75 Simoleons. Wir geben ja so unglaublich gerne Geld aus. Es wird gleich als erstes vorgeschlagen, dass sie Lenny mitnimmt, aber er hat sich bei ihr nicht gemeldet und deshalb wird sie alleine gehen. Diesmal nimmt sie auch nicht Scarlett und Haru mit. Ich glaube, es ist ja auch ein bisschen unangenehm, dass sie eben die Hochzeit abgesagt hat und vielleicht braucht sie eben ein bisschen Zeit, bis sie sich wieder bei den anderen meldet. Ja, und der Sensenmann ist jetzt da und ich glaube, Violet wird gleich mal hingehen und mit dem Sensenmann sprechen. Sie wird sich einmal lustig bei ihm vorstellen, denn das ist Violet. Und sie ist einfach schon wieder betrunken. Wütend betrunken. Violet scheint betrunken zu sein. Also irgendwann muss ich dieses Saftfass aus ihrem Zimmer rausstellen, weil irgendwie betrinkt sie sich fast jeden Tag. Wobei, das ist doch eigentlich die Storyline, die wir für Violet haben wollten, oder? Violet und der Sensenmann scheinen sich nicht so gut zu verstehen. Sie findet ihn seltsam, er findet, sie ist im Traumland. Okay. Na dann. Aber Kinder, es ist schon sehr spät. Ihr geht jetzt alle mal ins Bett. Ivy schläft hier. Daisy kann auch gar nicht schlafen. Sie muss zuerst noch ihre Hausaufgaben machen. Geh hier mal auf die Toilette und dann machst du deine Hausaufgaben. Und zwar, keine Ahnung. Stelle wissenschaftliche Hypothesen auf die Probe. Gut. Violet, mach was auch immer du möchtest. Dann muss unser Jared natürlich noch ins Bett. Und Rose muss ins Bett. Wow, also es ist wirklich anstrengend, allein alle diese Kinder ins Bett zu schicken. In der Zwischenzeit wird Violet dem Sensenmann eine unverschämte Geschichte erzählen und dann selbst ironisch scherzen.
Ich weiß nicht, ob sie das nüchtern auch machen würde, aber sie ist ja eben betrunken und deshalb denkt sie sich, hey, ich rede mit dem Sensenmann, das ist voll die gute Idee. Daisy hat jetzt die Raumfahrttechnikfähigkeit erworben und warum stinkt eigentlich Coco schon wieder? Gut, Violet, hör auf mit dem Sensenmann zu reden und bade mal, Coco. Mach dich einmal nützlich. Ja, aber vorher müssen wir noch ein Selfie machen, alles klar. Und Emma ist wieder da. Emma ist zurück von ihrem Gynäkologentermin. Sie findet ihre Ergebnisse der Ultraschalluntersuchung in ihrem Inventar. Ich bin schon so gespannt. Und ich habe so Angst, dass es wieder Mehrlinge werden. Aber wahrscheinlich werden es Mehrlinge. Es werden noch immer Mehrlinge in diesem Let's Play. Hier haben wir den Ultraschall. Ich glaube, es ist nur ein Baby. Das ist doch nicht möglich. Kann es tatsächlich nur ein Baby sein? Die Patientin ist mit einem Baby schwanger. Es wird höchstwahrscheinlich ein Mädchen. Wir bekommen einfach noch ein Mädchen. Oh, und wir bekommen nur ein Baby. Das sind tatsächlich gute Nachrichten. Ich meine, ich hätte mich auch über Zwillinge und Drillinge gefreut. So ist es nicht. Aber ich bin tatsächlich froh, dass es nur ein Baby ist. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Schreibt mir bitte jede Menge Namensvorschläge in die Kommentare. Nicht vergessen, unser Thema ist Natur. Also alles rund um Natur, Pflanzen, Bäume, Gesteine, was auch immer euch einfällt. Schreibt mir alle eure Ideen sehr, sehr gern in die Kommentare. Und an dieser Stelle werde ich den Part dann aber auch beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Wie immer freue ich mich über jedes Like, über jedes Abo und über jeden Kommentar. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!